Meine Damen und Herren, Herr Präsident, die Asylpolitik ist einst geschaffen worden, um politisch Verfolgten Schutz zu gewähren. Wie es heutzutage in den Asylbewerberheimen zugeht, das hat nichts mit einem freiheitlichen, einem gleichberechtigten oder gar einem toleranten Land zu tun. In den Asylbewerberheimen sind Antisemitismus, Rassismus, Christenverfolgung und die Unterdrückung von Frauen und Minderheiten an der Tagesordnung. Sie haben dafür gesorgt, dass wirklich Verfolgte heuerzulande wieder den Verfolgern aus ihren Heimatländern ausgesetzt sind. Sie haben das Asylrecht pervertiert, zu einem System der Masseneinwanderung umfunktioniert und damit den Asylbewerberheimen Hotspots der Kriminalität gemacht. In Mittelfranken, meinem Heimatbezirk, begehen Asylbewerber gemäß Statistik im Schnitt mehr als 7-mal so viele Straftaten wie Einheimische. In Nürnberg wurde das bundesweit erste Asylbewerberheim für Homosexuelle eröffnet, schlicht weil Homosexuelle in einem normalen Asylbewerberheim verfolgt werden. Sind Sie eigentlich stolz darauf, eine Politik pervertiert zu haben, die einst zum Schutz von wirklich verfolgten Menschen geschaffen wurde? Wir sprechen heute über subsidiär Schutzberechtigte, also über jene, die weder persönlich verfolgt sind noch Flüchtlinge sind, sondern die nur temporär nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden können. Diese Menschen müssen mittelfristig heimkehren. Ein Familiennachzug macht da überhaupt keinen Sinn. Sie müssen mittelfristig schon allein deswegen zurückkehren, weil Deutschland mit der Integration heillos überfordert ist. Schuld daran, lassen Sie uns offen reden, sind Sie alle hier. Sie reden immer von Integration, haben aber überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Die Bundesbeauftragte für Integration, Aydan Özoguz, ist die oberste Ahnungslose. Ja, sie ist ahnungslos, denn sie gibt ganz offen zu, dass sie keine Ahnung von deutschen Werten hat. Von Ihnen allen hören wir beim Thema Integration vor allem eine Diskussion über Essen, über Wohnung, über Arbeit oder über Geldleistungen. Integration bedeutet aber etwas anderes, nämlich die Werte des Landes, in das man kommt, anzunehmen und auch zu leben. Es bedeutet, für alle, die nach Deutschland kommen, tolerant zu sein, andere als gleichberechtigt anzuerkennen und auch zu behandeln. Und es ist eine Schande für dieses Hohe Haus, wenn beim Thema Integration wie gestern über Wiener Schnitzel anstatt über Christenverfolgung und Ehrenmorde gesprochen wird. Sie alle, von der Linkspartei bis hin zur FDP, tun Sie unserem Land einen großen Gefallen. Gehen Sie einmal vor dieses Hohe Haus und schauen Sie sich an, was dort in großen Lettern geschrieben steht, nämlich dem deutschen Volke. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage, der Abgeordnete Hasselmann. Es ist mein Verständnis von Demokratie, das durchaus zuzulassen, ja? Deswegen werden Sie gefragt. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank auch, Herr Kollege Sichert, dass Sie eine Zwischenfrage erlauben. Ich wollte Sie gerne fragen, warum Sie gestern eigentlich nicht anwesend waren oder Ihre Stimme abgegeben haben bei der Wahl zum Parlamentarischen Kontrollgremium. Weil ich habe gehört, dass Sie finden, dass wir das nicht richtig gemacht haben, dass wir Ihren Kollegen nicht unterstützt haben, wobei man ja nicht weiß, wer ihn gewählt hat oder nicht. Aber dem Protokoll des Deutschen Bundestages habe ich entnommen, dass 10 Abgeordnete der AfD nicht ihre Stimme abgegeben haben bei dieser so wichtigen Wahl. Und Sie waren einer von denen. Deshalb würde ich Sie gern fragen, wenn das so bedeutend war, warum waren Sie eigentlich nicht da? Ja, da kann ich gerne darauf antworten, weil es mir gesundheitlich momentan nicht so besonders geht und ich gestern früh deswegen nicht dort war. Aber lassen Sie uns noch mal darüber reden. Wir haben gestern 210 Stimmen gehabt. Das heißt, selbst wenn noch mal so viele Abgeordnete der AfD dem zugestimmt hätten, wäre der Kollege nicht gewählt worden. Und es ist eine Farce, was Sie hier betreiben. Bleiben Sie doch bitte stehen. Es ist eine Farce, was Sie hier betreiben, dass Sie tatsächlich hier verhindern wollen, dass der Kollege Glaser als Vizepräsident gewählt wird. Es ist eine Farce, was Sie hier betreiben mit dem parlamentarischen Kontrollgremium und so weiter. Und auch die Diskussion über eine Sitzordnung hier, das ist einer der Gründe, warum die AfD in diesem Hohen Hause sitzt, ist, weil die Leute es leid sind, diese politischen Machtspielchen hier, sondern es geht um unser Land und die Politik für unser Land. Wir als AfD, wir sind uns der Verantwortung für unser Land bewusst. Wir stehen für Freiheit, für Toleranz, für Gleichberechtigung, für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit. Wir wollen nicht noch mehr Parallelgesellschaften und noch mehr Menschen, die unsere Werte ablehnen.
Je mehr Menschen Sie über unsere offenen Grenzen ins Land lassen, je mehr Sie mit Familiennachzug hierher holen, umso mehr stärken Sie autokratische, patriarchale Gesellschaften. Unsere Position, und das sei ganz klar gesagt, die hat nichts mit Rassismus, sondern etwas mit Werten zu tun. Denn wir wollen auch Menschen wie eine Linda Wenzel oder andere Deutsche, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, nicht zurück. Unser Asylsystem wurde für Menschen wie eine Rana Ahmad geschaffen, die als Atheistin in Saudi-Arabien mit dem Tod bedroht wurde. Sie hat hierzulande den Verein Säkuläre Flüchtlingshilfe gegründet, um auch anderen vom Islam unterdrückten Menschen zur Freiheit zu verhelfen. Solche Menschen sind uns deutlich lieber als IS-Bräute wie Linda Wenzel. Wer Freiheit, Toleranz, Demokratie und Gleichberechtigung den Rücken kehrt, den wollen und den brauchen wir in Deutschland nicht. Es ist pervers, dass gerade die linken Parteien immer wieder für die massive Einwanderung von Menschen plädieren, deren Weltbild von Rassismus, Unterdrückung von Frauen und der Verfolgung von Andersgläubigen geprägt ist. Anstatt mit MeToo harmlose Flirts zu Skandalen zu erklären, sollten Sie lieber dem Großteil der Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten und aus Nordafrika hierzulande beibringen, dass man in Deutschland seine Tochter nicht zwangsverheiratet und dass man sie auch nicht umbringt, nur weil sie westliche Freiheiten einfordert. 572 Fälle von Genitalverstümmelung sind im Jahr 2016 alleine in Hessen aufgetreten. Machen Sie endlich die Augen auf und erkennen Sie die wahren Probleme im Land. Und zu den Abgeordneten der Union: Können Sie eigentlich noch in den Spiegel schauen, wenn Sie sich hier hinstellen und so tun, als wären Sie für eine Begrenzung der Zuwanderung? Sie wissen so gut wie wir, dass es dafür ein wirksames Mittel gibt, nämlich flächendeckende Grenzkontrollen. Sie jedoch, Sie halten die Grenzen offen für jeden, der nach Deutschland will. Wir von der AfD, wir stehen für Rechtsstaatlichkeit und wollen ein Asylrecht, das wirklich Verfolgte schützt. Wir sind gegen die weitere Masseneinwanderung von Menschen in unsere Sozialsysteme, denn für uns muss ein Sozialstaat sicherstellen, dass genug für die Bedürftigen im eigenen Land da ist. Wir lehnen folglich die Anträge von Grünen, Linken und der FDP ab, da sie die Parallelgesellschaften weiter stärken. Wir stimmen dem Antrag der Union zu, denn inhaltlich bewirkt er genau das Gleiche wie der Antrag der AfD, und wir hoffen, dass der Verfasser nicht allzu lange gebraucht hat, um einen anderen Weg zum gleichen Ziel zu finden. Herzlichen Dank. Ja, lebhafte Stimmung jetzt im Parlament nach der Rede von Martin Sichert von der AfD.